Also nehmen wir die erste Kriegspartei, die Ukraine. Da ist es ja noch am einfachsten. Ja, sie verteidigt ihre Souveränität. Stimmt. Was ist ihre Souveränität? Die Souveränität eines Landes, das dreiviertel Jahrhundert mit Russland verbunden war, wo die Bevölkerungen sich durchmischt haben, wo die Wirtschaft als Teil der Arbeitsteilung der Sowjetunion eingerichtet war. Ein solcher Staat kann eine selbstständige, ohne Rücksicht auf den Nachbarn sich behauptende Souveränität nur als antirussisches Programm haben. Nach innen als Säuberung des Landes von allem Russischen, und da ist ganz schön viel zum Säubern, und nach außen als Selbstbehauptung einer Nation, die eben das, was, das muss man mal wirklich sagen, im Grunde alle kleineren Nationen gegenüber ihren Nachbarn zeigen, nämlich man muss sich dem anbequemen, wie man mit dem großen Nachbarn auskommt, die sich dem entzieht und widersetzt und sich dafür zum Frontstaat einer Feindschaft macht, die in eben einem ukrainischen Selbstbehauptungswillen überhaupt nicht aufgeht. Das ist der ukrainische Kriegszweck. Der russische Kriegszweck, ja, da haben wir ja vorhin schon gehört, ist die Verteidigung, auch Verteidigung. Was verteidigen die Russen? Na, die verteidigen nicht einfach Landesgrenzen. Die Russen verteidigen den Status als autonome, zum Weltkrieg fähige Atommacht, die auf Augenhöhe mit den USA über die Gewaltfragen des Globus entscheidet. Diesen Status verteidigen sie, den sehen sie bedroht. Davon, dass die Ukraine in die NATO aufgenommen wird, dass NATO-Waffen bis an die Grenzen, eben auch im Süden Russlands an die Grenzen rangerückt werden. Dann gibt es immer das Argument, atomare Bedrohungen, die in Minuten Moskau zerstören können, dass Vorwarnzeiten kaputt gehen. Was ist es in der Sache? Es ist in der Sache die Sorge Russlands, dass seine atomare Zweitschlagsfähigkeit, also tatsächlich die Fähigkeit, den Atomkrieg auch androhen zu können, beziehungsweise umgekehrt einer atomaren Kriegsdrohung eine entsprechende Gegendrohung entgegensetzen zu können, dass diese Fähigkeit untergraben wird, vielleicht auch schwindet. So, das ist es, was sie verteidigen. Das hat nichts mit Sympathie für den Zweck zu tun oder mit einer Entschuldigung oder irgend sowas. Sondern diese Verteidigung, ja, was verteidigen sie? Sie verteidigen die Fähigkeit, die Welt gerade so terrorisieren zu können, wie die Amis es können. Aber diese Fähigkeit betrachten sie als ihr gutes Recht. Sie beanspruchen, wie die Amerikaner, in den Gewaltaffären des Globus mitzureden. Entscheidungen über Existenzrecht und Nicht-Existenzrecht anderer Staaten, wie die Amerikaner und die NATO, auch mitzufällen und sie wollen sich davon nicht ausmischen lassen. Das ist ihr Zweck. Komme ich zur EU und zur NATO, dann kann ich sagen, die verteidigen gleich was Größeres. Und das sagen sie auch. Sie sagen, Russlands Krieg ist ein Angriff auf die europäische Friedensordnung. Was verteidigen die? Die verteidigen nicht ein Land, nicht eine Region oder irgendwas, die verteidigen eine Ordnung. Ein Prinzip, wie Staaten miteinander zu verfahren haben. Merkt man übrigens, wenn das Wort Imperialismus wohin passt, dann viel mehr auf die Seite des Westens, weil dort eben eine ganze Staatenordnung, eine ganze Gewaltordnung in Europa und darüber hinaus Gegenstand der Sorge und der Verteidigung ist. Diese Friedensordnung, und das ist ganz nett, dass das Wort Friedensordnung von denen so gesagt wird, denn es trifft ja was. Es ist eine Ordnung, in der die kapitalistischen Staaten untereinander seit 70 Jahren keinen Krieg führen. Auf welcher Basis? Auf der Basis, dass durch die Übermacht der USA, die im letzten Weltkrieg erobert haben, und der Eingliederung der alten Feinde und der alten Verbündeten in diese amerikanische Gewaltordnung,
dass auf der Basis die Amerikaner über den Rest der Staatenwelt ein Gewaltverzichtsgebot verhängen. Staaten dürfen keinen Krieg führen, außer diejenigen, die die Aufpasser auf die Ordnung sind. Und die führen Kriege, nach eigener Erklärung, nur zu dem Zweck, um den Respekt vor dieser Ordnung aufrechtzuerhalten und welche, die ausbüchsen, also sich rausnehmen, autonom Kriege zu führen, zu bestrafen und quasi denen zu beweisen, dass Zuwiderhandeln gegen das Gewaltmonopol des Westens Selbstmord ist. Diese Gewaltordnung ist es, die der Westen bedroht sieht, und man muss sagen, zu Recht bedroht sieht, von einer Macht, die durch ihre Bewaffnung, eben die Atomkriegsfähigkeit, und zwar die ultimative Atomkriegsfähigkeit, nicht wie Indien oder Pakistan, die ja so einige Atombomben haben, die sie aufeinander werfen können. Eine Macht, die diese ultimative Atomkriegsfähigkeit hat, die bestreitet die Geltung, die unbedingte Geltung des Gewaltverbots und damit auch die unbedingte Unterordnung aller Staaten unter dieses Regime, indem sie mit ihrer Macht den Outlaws der westlichen Weltordnung, also sagen wir mal Syrien und Libyen waren solche Fälle, den Outlaws der westlichen Weltordnung mal Schutz, mal Waffenhilfe, mal eine Existenzgarantie bietet. Und die Weichlichkeit der Unterordnung unter dieses Regime untergräbt. Es ist also objektiv, und zwar noch jenseits dessen, was die Russen aus ihrer Macht machen. Allein der Umstand, dass sie das können, ist eine Herausforderung an die westliche Welt, die nicht erst seit dem Ukraine-Krieg vom Westen als unerträglich aufgefasst und bekämpft wird, aber die jetzt im Ukraine-Krieg eklatiert in dem Sinn, dass der Ukraine-Krieg ja beweist, dass die Abschreckung, das Abschreckungsregime des Westens, dass das an dieser Stelle jedenfalls nicht funktioniert hat. Also muss es durchgekämpft werden.